Liebe Patrioten, liebe Wahrheitssuchenden, diesmal möchte ich das Buch Verborgene Wahrheit, verbotenes Wissen von Dr. Stephen Greer rezensieren. Dr. Stephen Greer ist ein US-amerikanischer Arzt und Ufologe. Er ist Leiter des Disclosure-Projekts und der Series Disclosure. Ich habe sein Buch Verborgene Wahrheit, verbotenes Wissen im Jahre 2007 gelesen und fand es sehr informativ und erhellend. Sein Buch zeigt, wie schwierig es ist, in der heutigen Zeit die Wahrheit über die Außerirdischen zu sagen. Wie ich schon öfters gesagt habe, das Universum oder Multiversum ist voller Leben. Es ist ähnlich wie bei Star Trek oder wie bei Krieg der Sterne. Dr. Greer erzählt in seinem Buch, wie er mit 17 Jahren am Werk meditierte und auf einmal ihn Außerirdischen besuchten. Er wurde mitgenommen auf den Raumschiff und kommunizierte medial mit den Außerirdischen. Dr. Stephen Greer traf im Alter von 20 Jahren in einem Traum seine Ehefrau. Er traf die Frau aus seinen Träumen einige Wochen später und einige Monate später waren sie verheiratet. Er arbeitete bis im Jahre 1990 als Rettungsarzt und entschied sich dann wieder mit der Ufologie zu befassen. Wir werden uns jetzt einen Teil des Buches durchlesen. Die Zeit ist reif, um zu wissen. Wie sieht der Plan für die nächsten 500.000 Jahre menschliche Zivilisation auf Planet Erde aus? Und wie können wir in diese Zeit gelangen? Welche geheime Energie- und Antriebssysteme existieren, die uns in eine neue Welt ohne Umweltverschmutzung, Armut und Konflikt führen können? An welchen Schnittstellen treffen Geist, Raum, Zeit und Materie aufeinander? Und wie könnte diese von fortgeschrittenen Zivilisationen genutzt werden? Was fand ich heraus, als ich mit führenden Staatsmännern, CIA-Beamten, Milliardären und verdeckten Agenten traf, die einerseits verzweifelt versuchten, die Geheimhaltung aufrechtzuerhalten, während sie andererseits nach Befreiung aus dem dunklen Sarg bitten, in den sie sich selbst eingenagelt haben? Wer hält die verborgene Wahrheit und das verbotene Wissen geheim? Und viel wichtiger, warum? Dr. Greer hat erstaunliche Führungsqualitäten darin bewiesen, nicht nur das Phänomen als solches zu durchleuchten, sondern auch die schattigen Ecken der US-Regierung und der Wirtschaft, die das Ganze verbergen wollen. Dieses Buch könnte das Wichtigste sein, das Sie je gelesen haben. Es steckt nicht nur voller transzendenten Wahrheiten, es ist ein Aufruf zu einem Paradigmenwechsel, der aus der irdischen Tyrannei in eine friedliche, nachhaltige und kosmische Gesellschaft führt. Aus dem Vorwort von Dr. Brian O'Leary, Apollo-Astronaut. Kapitel 10 – Klang der Schöpfung, Seite 73. Nachdem wir uns zu 30 gesetzt hatten, schaute sie mir direkt in die Augen und sagte: Du bist mit außerirdischen Wesen aus den anderen Welten verbunden. Und ich suchte die Tür. Hier bin ich ein Notarzt, der in dieser Stadt lebt. Sie sagte, sie müssen das wieder aufnehmen. Sie benutzte fast den gleichen Satz. Das war bei Vollmond im Februar 1990. Am Vollmond im März 1990 meditierte ich in meinem Schlafzimmer. Am nächsten Tag musste ich früh aufstehen, um ins Krankenhaus zu gehen. Aber ich beschloss, etwas zu tun, was ich seit 1977 nicht mehr getan hatte. Das CE5-Protokoll. Ich führte das Protokoll durch und lud diese außerirdischen Wesen ein, mich zu besuchen. Nachdem ich sie daran erinnert hatte, wer ich war, zeigte ich ihnen genau, wo ich mich befand. Asheville, North Carolina. Ich zeigte ihnen das Haus und den großen Vorgarten und seine genaue Lage. Es war ein dreistöckiges Tudor-Haus, etwa 8000 Quadratmeter groß und von riesigen, wunderschönen Bäumen umgeben. Ich zeigte den ETs alle Details und schlief dann ein. Als ich in den frühen Morgenstunden aufwachte, stand ein wunderschönes, halbmaterialisiertes Raumschiff im Vorgarten des Hauses und ich schwebte bewusst an Bord. Wir befanden uns alle in einem quasi materialisierten Astralzustand und als wir hinausschwebten und in den Weltraum flogen, konnte ich zurückblicken und sehen, wie die schöne Erde sich entfernte und in die Unendlichkeit schwebte. Dann flogen wir an etwas vorbei, von dem ich annehme, dass es der Mond war. Es gab kein Schild auf dem Stand, das ist der Mond, willkommen auf dem Mond, Bevölkerung 39. Und da waren riesige Schiffe, die über dem Mond schwebten. Sie waren oval und hatten Streben, die von einem großen Schiff ausgingen, mit zwei weiteren ähnlich geformten ovalen Scheiben, über und hinter dem Hauptschiff. Sie schwebten lautlos an der Stelle, wo sich der Terminatorabschnitt des Mondes befindet, zwischen der hell- und der dunklen Seite des Mondes. Eine unglaubliche Menge an Energie, wie magentafarbenen Plasmaentladungen, floss zwischen der Oberfläche des Mondes und dem Unterboden dieser Schiffe. Sie waren riesig und als wir vorbeikamen, sagten mir diese ETs, dass diese Raumschiffe dort Vorbereitungen für das kommende Jahrzehnt oder so treffen würden. Dies geschah im Jahre 1990. Es ist also klar, dass sie Vorbereitungen für die großen Ereignisse in der Zeit trafen, in dem wir uns gerade befinden. Wir flogen weiter hinaus in unser Sonnensystem und die Erfahrung veränderte sich so, dass der materielle Aspekt des Schiffes verschwand. Es war genau wie 1973, als ich 18 Jahre alt war. Als alles durchsichtig wurde und ich mich im Weltraum befand, ohne ein Raumschiff um mich herum. Und doch war es irgendwie immer noch jenseits der linearen Zeitraum, wurde zur dominierenden Wahrnehmung. Es ist wie die perfekteste Faseroptik. Stellen Sie sich vor, die Wände Ihres Zimmers verschwinden völlig, obwohl Sie da sind und Sie immer noch in einer kontrollierten Umgebung geschützt sind.
An diesem Punkt ging ich in einen Zustand meditativen Bewusstseins über und transzendierte in das Einheitsbewusstsein. Ich war unendlich wach und der gesamte Kosmos war wach und perfekt synchronisiert als Einheit. Als ich in diesen Zustand eintrat, begann ich, mich im Sonnensystem umzusehen und sah, dass jeder Planet vom Raum umgeben war, der mit unendlicher Energie und Licht gefüllt war. Ich konnte die Grundenergie des Universums direkt sehen. Das Feld aus Energie und Licht, aus dem der gesamte materielle Kosmos, aus dem unendlichen Geist, aus der Gottheit hervorgeht. In einem anderen Teil des Buches beschreibt Dr. Greer, wie er außerhalb seines Körpers ist oder astral reist und dann aufwacht, um seine Ehefrau davon zu erzählen. Einmal wird er von der Schattenregierung angegriffen, die versuchen, seine Seele mit Hilfe eines Geräts herauszuziehen. Er versucht verzweifelt, sich dagegen zu wehren und nach mehreren Versuchen geben sie auf. Das erinnert mich an den Film Ghostbusters, in dem Geräte gezeigt werden, die Geister oder Gespenster einfangen können. Ja, die Schatteneliten können mit Hilfe von Technologien deine Seele einfangen. Wir werden nun einen weiteren Teil des Buches durchlesen. Kapitel 23 – Unendlichkeit. In der ersten Novembernacht des Jahres 1997 richteten wir uns in einem Gebiet namens Hidden Valley in Joshua Tree ein. Neben uns stand ein Baum, der, obwohl es windstill war, auf unerklärliche Weise heftig zu wackeln begann. Die Leute in unserer Gruppe begannen zu schreien, was ist hier los? Und ich erklärte, sie lassen uns wissen, dass sie hier sind. Die Außerirdischen gingen tatsächlich von Person zu Person und berührten uns an der Schulter oder am Kopf. Wir hatten auch einen anormalen, hochfrequenten elektronischen Ton, der durch die Gruppe ging und den fast jeder hörte. Ich wusste also, dass sie geortet hatten, wo wir uns befanden, und wir waren dabei, uns zu verbinden. Der Mond war vielleicht so drei Viertel voll. Es war eine herrliche, kristallklare Nacht. Plötzlich leuchtete am Himmel etwas auf, das wie eine helle Glühbirne aussah. Es erschien einfach ziemlich nah und groß, etwa ein Drittel der Größe des Mondes. Dieses riesige Objekt leuchtete auf, schwebte unter dem Mond entlang und verschwand dann. Dies war eine absolut eindeutige Sichtung eines ET-Raumschiffs. Es befand sich in der Richtung, in der das ET-Raumschiff ein Jahr zuvor direkt auf die Erde zugekommen und in sie hineingeflogen war. In der letzten Nacht von Shariks letzter Expedition, als sie von Joshua Tree nach Westen in die Gegend von Palm Springs fuhr, geschah ein erstaunlicher Abschied für sie. Es war spät und natürlich war sie erschöpft vom Kampf gegen den Krebs. In einem anderen Teil des Buches beschreibt Dr. Greer, wie er mit Shari an Krebs erkrankte. Beide bekamen die gleiche Art von Krebs und Dr. Greer sah mit seinem dritten Auge, dass die Schattenregierung ihnen den Krebs gab, damit sie die Geheimnisse der UFOs nicht preisgeben würden. Traurigerweise stirbt Shari an den Krebs, aber Dr. Greer überlebt. Es ist ein wirklich trauriger Teil der Geschichte, aber Shari kehrt in Geistesform zu Dr. Greer zurück und erzählt ihm, wie schön die himmlischen Gefilden sind. Das ist nicht das erste Mal, dass ich von einer Quelle höre, dass die satanischen Eliten Menschen Krebs geben können. Es gibt einen Artikel im Internet, der die Zeugenaussagen eines ehemaligen CIA-Agenten wiedergibt, der sagt, dass sie Bob Marley getötet haben, indem sie ihm Krebs gaben. Die satanische Elite vergiften uns durch unsere Wasserversorgung, durch Chemtrails, durch die Nahrungskette und durch die pharmazeutische Industrie. Und sie verfügen über Technologien, wovon wir nur träumen können. Ich bin sicher, dass sie die Mittel haben, um Menschen Krebs zu geben, wie furchtbar das auch klingt. In einem anderen Teil des Buches beschreibt Dr. Greer ein zentrales Ereignis oder einen globalen Wandel, der das neue goldene Zeitalter des Friedens und der Freiheit einleiten wird. Er sagt, dass dieser Frieden und Freiheit über eine halbe Million Jahre andauern wird. Ich predige auf meinem Kanal schon seit Jahren von der globalen Wende oder dem globalen Wandel, bei dem Jesus Christus erscheint und die Kräfte des Lichts gegen die Kräfte der Finsternis anführt. Dr. Greer sagt, dass die satanischen Eliten eine außerirdische Invasion vortäuschen wollen, damit wir uns alle unter einer Weltregierung gegen diese scheinbar bösen Außerirdischen vereinen. Dr. Greer meint, dass negative Aliens nicht existieren. Ich glaube jedoch, dass das Prinzip so wie oben so wie unten gilt, dass es wohlwollende und böswillige Außerirdischen gibt. Ich glaube, dass es einen galaktischen Krieg gibt, so ähnlich wie bei Star Trek oder Star Wars, und dass auch dieser Krieg eines Tages enden wird. Ich glaube, Dr. Greer hat nur die lichtzugewandten Außerirdischen getroffen und nicht die negativen ETs wie die Raptors oder großen Grauen. Dennoch kann ich jedem anraten, das Buch zu lesen. Ich hatte während des Lesens des Buches erweiterte Bewusstseinszustände und hatte selber spirituelle Episoden. Ich hoffe, dass es dir heute gefallen hat. Vergiss nicht zu bewerten und zu abonnieren und die Klingel zu drücken. Und wenn ihr eine kleine Spende machen wollt, die Bankdetails befinden sich in der Beschreibung. Viele Grüße aus Sachsen, Deutschland und tschüss!